Okay, da sind wir wieder und sind nun der Captain von dem da. Super. Na, schauen wir uns mal hier um. Also aufräumen hätte der Typ ja auch mal können, ne? Retribution. Tip of the Spear. Spitze des Speeres. Gut. Ran an den Computer. Schusswaffenbehörde war überraschend da. Wusste ich gar nicht. Unsere geschäftigen russischen Brüder betreiben ein kleines Import-Export-Geschäft mit ihren Freunden aus Kanada. Eishockeyspiel gegen Militärausrüstung oder so. Illegal. Und wie? Die Marine hat die Behörden informiert. Flottenweite Inspektion, ganz große Nummer. Sie durchsuchen hier alles? Sie waren vor 5 Minuten hier, haben kurz auf das Inventar geschaut und ich habe Ihren Abzug auf 5 Pfund eingestellt. Haben mir einen Hut gegeben. Matt? Waffen, Alkohol, Tabak. Es gab mal eine Zeit, da bekam man Whisky, Zigaretten und einen Colt im Supermarkt im gleichen Gang. Die guten alten Zeiten. Noch so ein Zeichen, dass ich zu spät geboren wurde. Lieber im Wilden Westen? Der Wilde Osten, China im 9. Jahrhundert, Tang-Dynastie, Erfindung des Schießpulvers. Da gehöre ich hin. Da kennt sich jemand mit Geschichte aus. 6. Klasse, Buchvorstellung bei Miss Trillscott. Die war mal so richtig streng, hatte aber andere Qualitäten. Konnte den Unterricht kaum erwarten. Was gab's denn für eine Note? 3-, absichtlich mit Bleistift geschrieben. Das hat sofort eine Stunde Nachsitzen bei Miss Trillscott gegeben. Ich mochte die Schule. 6 Stunden am Tag immer die gleichen Anweisungen. Das kenne ich. Im Gleichschritt marschieren, gleich anziehen und den Regeln folgen. Ein wenig Struktur und Gruppenmentalität wirken Wunder. Soldaten sind keine Schafe. Überhaupt nicht. Aber jede Maschine hat Räder, Federn, Bolzen, Spulen. Alleine völlig harmlos. Aber an der richtigen Stelle eingesetzt. Und schon hat man etwas Starkes und Präzises. Das sind keine Schafe. Trillscott war eine gute Lehrerin. Was die Feinheiten der Kriegsführung betrifft, bin ich natürlich überfragt, Lieutenant. Aber ich soll verdammt sein, wenn wir nicht etwas Trost in der Schönheit einer Waffe oder einer Lehrerin finden. Aha, bei der Lehrerin wäre ich aber auch gerne gewesen. Okay, man könnte sich jetzt hier wirklich alles durchlesen. Das werde ich, glaube ich, mal bei Zeiten machen. Ja, Mr. Game of Thrones. Salen Koch, Admiral. Okay. Wissen wir das auch schon mal, dass wir hier ein bisschen Informationsquelle haben, ne? Was haben wir denn hier? The Universe. Yesterday, Today and Tomorrow. Volume 1. Fleisch. Wow. Also die Putzfrau, die das wegmachen muss, die tut mir schon echt leid. Ah, Leute. Commander, klar zum Sprung. Kurs ist gesetzt. Wir können auf Ihren Befehl springen, Sir. Ich würde gerne springen, aber ich darf gerade nicht. Ein bisschen umgucken hier. Scheibe. Darf ich nicht raus? Was machst du denn hier, Täubchen? Ein wilder Kampf, Sir. Sie werden es schaffen. Jo. Werden wir. Ah, was habt ihr hier? Ach jo. Dann los. Bereit. Sir, Ihr Schlüssel hat nun Aktivierungsfreigabe für den Schnellreisesprung. Okay. Bereit für Sprung. Ich habe Tigris Captain Farron für den Commander. Durchstellen. Captain, die Tigris springt außerhalb des Einsatzgebiets rein. Bis die Render, halten wir die Position, bis ihre Marines bereit sind. Guten Flug. Ende. Auf Ihren Befehl. Absprung. Positionsalarm bereit. Sprung in 3, 2, 1. CPU-Feuer im Rückensektor 3. Status. Positionsgenauigkeit bei 0,97. Höhenintegrität unter Normal.
Schaffen wir es, Gator? Ich bring uns rein. Halten Sie den Kurs. Kommen raus. Eintritt in 3, 2, 1. Das Feuer löschen! Ja, Ma'am. Verstanden, Lieutenant. Kommando, Schritte und Unterstützung bereit. Melden Sie sich, während Ihre Marines soweit sind. Die Tigris steht bereit. Gehen wir. Sie haben die Brücke, Gator. Aye, Sir. Ich geleite Sie zur Waffenkammer. Also, da so hat bei Star Trek wahrscheinlich auch der Warp-Antrieb erstmal angefangen. Obwohl wer erster Kontakt kennt, weiß, wie es wirklich angefangen hat. Omars Trupp ist auf dem Tiefdeck. Wieso übernimmt Zars Danke. Omar das Kommando? Es ist ein gemeinsamer Einsatz. Er ist der erfahrenste Marine an Bord. Er war respektlos. Lass dich nicht provozieren. Seid ihr Zwillinge? Wartet sie beide in der Waffenkammer, Captain. Sieht gerade so aus. Ich bin der Captain, muss ja alles selber aufmachen. Lieutenant, hast du dich kann hier aufgeräumt, wo wir Besuch vom Captain bekommen? Alles wie immer, Griff. Apropos wie immer, wählen wir Ihre Ausrüstung, Sir. Yay! Ist das eine Vault, Griff? Energiewaffe. Ich hab den Scan von der Oberfläche. Ich musste das Ding einfach ausdrucken. Wie lautet der Auftrag? Das Mondportal verstärken. Dann werden Sie eine Energiewaffe brauchen. Die macht mit den SDF-Bots kurzen Prozess. Ich habe okay. Ein paar Aufsätze da. Wollen Sie was Bestimmtes? Und jetzt fehlt nur noch die Ausrüstung. Ich habe gute alte Splittergranaten, aber auch coole neue Sachen. Suchbots und Hacktools. Schalldämpfer? Nee. Was? Ich habe nur die zwei Sachen? Okay, der Schaden geht nicht runter. Das ist aber nicht normal. Nee, da. Präzision geht aber hoch. Okay, dann machen wir hier Schalldämpfer drauf. Taktik, was haben wir? Hacking-Gerät und Splittergranate. Ich nehme aber den Sucherbot. Wow, 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 wow. Was haben wir denn hier? Vollautomatisch Ballistik. Das Ding hat mir gefallen. Nimm mal das und das und das und nee. Und hier nehmen wir... Was ist das? Okay, die macht mehr Schaden, aber ist in der Präzision vom Popo. Okay, die hatten wir schon. Dann nehmen wir Reflex, Schalldämpfer und natürlich Unterlauf. Was? Ach, Jackal-Ausrüstung. Den können wir auch noch? Hohoho. Das Ding kann Damage machen. Grumpfverbesserung. Nee, lassen wir mal so. Ah, der sieht cool aus. Okay. Vermission bestätigen. Das sollte schon geeignet sein. Nie aufgeben, Captain. Auf keinen Fall. Machen Sie Dampf, Sir. Wir sind hinter Ihnen. Mach ich. Wir müssen ihnen entgegenwirken, Reyes. Nichts hiervon entspricht dem Standardprogramm. In der Unterzahl, aber nicht unterlegen. Wann wurden wir zu den Underdogs? Vor einer Stunde. Achtung, Bodeneinheiten zum Tiefdeck. Wiederhole, Bodeneinheiten zum Tiefdeck. Ethan! Was? Commander? So wollten wir nicht befördert werden. Nein, Sir. Sie sind der Richtige dafür, Reyes. Möge Alder in Frieden ruhen. Wie läuft's im Hangar? Planmäßig. Top Crew am Werk. Ethan, ich will, dass du uns begleitest. Verstanden, Sir. Jo. Ohne den wäre es auch irgendwie ein bisschen langweilig. Er bringt ein bisschen Humor rein. Danke für die Warnung, Corporal. Bleib cool, Salt. Wie Eis, Captain. Hier ist der First Lieutenant. Alle Vertiefungsoperationen bereit machen.
Na ja, klar, kein Einsatz ohne Düsen. Verstärkte Sprünge und Wandläufe. Schwerelosigkeit AD. Weißt du das etwa nicht, Ethan? Doch, Captain. Die Stimme des Lieutenants ist nur so beruhigend. Alle an Bord. Sag dich doch. Aber typisch COD, man muss immer einen Spaßvogel dabei haben. Woodwind Private, einsteigen. Sind 18, Sir. Und unsere Offiziere. Und der hier. Was machst du denn hier, Drohne? Ich befolge die Befehle des Captains. Und das heißt Bots, nicht Drohne. Aber beinahe witzig, Sir. Lass das, Sir. Ich verdiene mein Geld. Achten Sie auf Ihren Bot, bevor ich Ihr Fliegen beibringe. Ich weiß, was die anrichten. Das wird nicht nötig sein, Staff Sergeant. Ethan. Nein. Hi, Sir. Wir haben keinen Platz mehr, Captain. Kein Problem, Private. Er kann ruhig stehen. Rein mit dir. Festhalten. Ja. Alter, lasst meinen Bot in Ruhe. Mach hin, Roboter. Das heißt Bot. Auf die Hatz achten. Bereit sein oder tot sein. Staff Sergeant. Das Mondportal der Erde wird derzeit belagert. Zur Verteidigung sendet die Retribution zwei Teams. Alphas und Bravos. 1 und 2. Unser primäres Ziel, Rückeroberung des Portals. Hurra! Hurra! Masken auf! Tigris, hören Sie mich! Tun wir, bereit? Bestätigt! Stehen unter Beschuss, Sir! Wir müssen handeln! Das Tiefdeck öffnen! Achtung, es geht los! Alles klar, Gäste, rein los! Jo, und direkt kriege ich hier was auf die Fräse. Und somit sind wir auf dem wow. Mond. Huhu! Ich habe ihn! Schieß dir ab! Kaboom! Oh. Nix gut, nix gut, nein! Na, Ethan wäre auf jeden Fall besser gefahren. Hallo? Richtig, Sir. Gut gefahren, Sergeant. Bleib mir aus der Sonne, Ethan. Jetzt nehmen wir dieses Terminal ein. Treib die Front zurück in den Arsch, aus dem sie kam. Sektion abgesperrt. Die sieht irgendwie aus wie der Typ aus Captain America. Ich komm grad nicht auf den Schauspielernamen. Hui. Ein großer Schritt für die Menschheit, ein kleiner Schritt für Ethan. Was? Och nö, Mann. So lustig so. Juhu. Schießkommando. Von hinten erschossen. Erschossen? Exekutiert. Die SDF nimmt keine Gefangenen. Hier ist alles blockiert. Kein Durchkommen. Versuchen wir Ebene 2. Okay, jetzt haben wir ja wieder den Boost. Ist das nicht die Map-Terminal? Bam! Cool. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ey! Okay, Wandläufer wieder. Nicht wie hin. Hey, was war denn hier? Nein, ich will... Schießen auf Zivilisten. Erdgeschoss! Wir machen durch das Terminal vor und erobern dann den Frachthafen zurück. Okay, keiner da. Au! Von wo?
Stimmt, wieso? Denke ich da nicht dran. Geht doch. Okay, dann nehmen wir jetzt mal diese Schwerkraftdinger mit. Gucken, wie die sind. Okay, die ist eigentlich recht gut. Oh, Präzision, Präzision. Okay, okay. What? Wieso treffe ich hier nur wieder nicht? Ey, komm, das war Headshot. Okay, diese Dinger, die muss man genau auf die treffen, oder was? Oh komm, durch Wände schießen, das muss doch gehen bei diesen Hightech-Waffen. Nein, nein, nein! So, dann benutzen wir den Driss jetzt auch mal hier. Geht doch. Okay, dann probieren wir jetzt mal die Knarre hier aus. Was? Oh. Sorry, Ethan. Genau. Kurz Munition sammeln. Meine hier. Ach, Hacking. Oh, wirklich? Wow, wow, wow. Yay, 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 yay. Diese Schilde flankieren. Er geht zu Boden. Haha. Er ist am Boden. Was ist das denn? Captain Reyes, die Jägerschilde sind grandios. Ach, Schrotflinte. Nee, danke. Spezifikationen, Ethan? Schutz vor Hochgeschwindigkeitsgeschossen samt Sichtmodus. Fiese Panzerung. Wir brauchen gute Männer, keine Maschinen. Ja, aber ich will hacken. Holen wir unsere Jungs da raus. Scars, vorgehen. Ey, das ist blöd, nur zwei Dinger. Hacken? Ach komm, versuchen wir mal das Schild. Reyes, an diese Tür. Ja, ich will auch dran. Warte alle 10. Küstenwacht ist in der Nähe. Alpha an Küstenwacht 1. Wir sind auf dem Weg zu Ihnen.